geht's mit dem Video zur Apple Watch Ultra. Ich habe sie schon hier. Ich nehme euch ein bisschen mit spazieren und dann schauen wir sie uns in allen Details an. Und die hat ja dieses geile Kompass-Ding drauf, das so mega professionell mit Orange und so aussah. Und da konntest du ja diese Backtrack-Funktion machen, wo du quasi irgendwie rumrennst in der Wildnis und dann irgendwann sagst, oh, ich will wieder nach Hause. Da klickst du und dann kannst du den Weg quasi zurück machen. Und ich habe das auch nicht gecheckt, aber in WatchOS 9 ist diese Kompass-App komplett. Wildes Wetter für eine wilde Uhr, die Apple Watch Ultra, ist hier angekommen und ich bin mit ihr in die Berge. Aber wir wollen sie ja nicht in den Bergen besprechen, zumal es ein ultra langes Video wird, verfürchte ich jetzt schon mal. Wir machen das lieber zu Hause im Büro und dann sprechen wir über alle Details, über die Uhr, die Akkulaufzeit und wir probieren alle Armbänder durch und ein Unboxing machen wir auch noch, weil die Box ist auch spannend, hat spannende Sachen drin, also Kapitelmarken beachten und ja, ab an die Wärme. Hier ist es immer noch, jetzt ist es immerhin 1 Grad warm, das geht schon fast. Gegen Ende wurde das Wetter dann ja doch noch richtig gut und ich dachte mir, ein bisschen frische Luft verträgt dieses Video. Erstens wird es unglaublich lang, zweitens ist es ja eine Uhr für draußen, also ein bisschen mehr frische Luft als sonst in dem Video, aber jetzt geht's richtig los. Jetzt wird hier gearbeitet und wir strapazieren das Raumzeitkontinuum ein bisschen. Wir starten mit dem Unboxing. Ja, das ist nämlich ausgesprochen spannend dieses Mal. Und ich war im Archiv.
Ja, Apple Watch Unboxing sind ein bisschen langweilig. Ich habe sie auch nur so hingeschluddert bei der 8er und der SE, ehrlich gesagt, weil es tut sich nicht wahnsinnig viel. Die Boxen sind einfach immer dieselben. Klar, sie unterscheiden sich noch ein bisschen. Das hier war meine 7er Titan. Das hier ist meine 5er in Stahl. Das hier war noch die große Ausnahme. Hier in Schwarz, das war die Box der Black Unity Edition. Ja, diese einzelne limitierte Ausgabe. Früher waren die Boxen der Apple Watch viel spannender. Ich habe ehrlich gesagt nicht mehr viele davon. Ich habe nur noch die meiner Dreier, die ich damals gekauft habe, die Stahldreier. Das war dieser Klotz hier. Und vorher waren es sogar so Plastikboxen. Ich habe aus der Zeit, aus der allerersten Stunde der Apple Watch, nur noch diese kleine Plastikbox, wo damals ein Uhrenarmband drin war. Also, so waren die Boxen in den letzten Monaten oder ja Tagen. Die 8er und die SE haben ja immer noch solche Boxen. Jetzt gibt's was Neues. Genau, die Box ist jetzt ein bisschen rechteckiger, weniger länglich und aus einem Material, was schon ein bisschen robuster daherkommt. Nicht so ein bisschen wie geschöpftes Papier oder Karton oder so. Also, wir haben übrigens Leute geschrieben, die blind sind und nicht sehen. Die schätzen es an diesen Videos ungemein, wenn ich jeweils mit den Fingern über die Geräte und Schachteln fahre, dass sie auch ein Gespür dafür kriegen, wie sie Sachen tönen und anmuten. Also verzeiht, wenn ich da etwas gar oft drüber fahre. Also dann schauen wir mal, was wir da drin haben. Hinten wieder der übliche Ritschratsch. Na, das ist mal ein Anblick. Man muss dazu sagen, es ist die Variante mit dem Ocean Band, also die Tauchvariante. Entsprechend ist es ein Meer. Ich habe mir aus verlässlicher Quelle sagen lassen, wenn man die Alpine-Variante hat, sind es Berge, die man hier sieht und nicht ein Meer. Man kriegt ein kleines Büchlein. Ah, mit allen Varianten, genau. Das ist die Berg-Variante, das ist die Tauch-Variante und das ist die Trail-Variante. Was ist wohl bei Trail drauf? Ich stelle mir vor, ein Trail. Alles erklärt. Genau, wo die Mikrofone sind. Da hinten noch der übliche Papierkram. Sehr, sehr schön gemacht. Dann, was haben wir hier unten? Einmal das Band. Die Bänder kommen jetzt auch in diesem neuen Format daher. Sonst sind die Bänder ja auch eher... Habe ich noch irgendwo eins rumliegen? Nein. Aber nur zum Vergleich, sonst sind die Sachen jeweils so verpackt. Ich würde sagen, wir starten mit dem Band. Oh, da ist eine Anleitung drin. Das muss man nämlich selber zusammensetzen. Mal schauen, ob ich das hinkriege. Wir nehmen mal alles raus. Sehr, sehr kräftiges Gummiband. Und dank den Löchern hier ist es auch relativ flexibel. Und dann nicht vergessen, hier noch dieser Titanring. Nochmal die Anleitung. Ich glaube, wir setzen es zusammen, wenn wir die Uhr ausgepackt haben. Alles schön zur Seite legen. Und da kommt die Uhr. Da hier hinten hat es jetzt die richtigen Ritschratschs. Zweimal.
Da ist das Netzteil drin. Ja, da starten wir gleich damit. Ganz schön extra outdoor-mäßig mit den Koordinaten von Cupertino. Vermutlich, ich habe es jetzt nicht nachgemessen. Aha. Das ist eine Überraschung. Es hat ein anderes Ladekabel. Ich habe mich ja im Unboxing der Achter ein bisschen beklagt, dass sie nicht mehr so schöne Ladekabel wie früher haben. Das da hier ist geflochten. Zum Vergleich habe ich es irgendwo. Ja. Es zahlt sich einmal mehr aus, wenn ich nicht aufräume hier. Ich habe noch alle Ladekabel da. Das da ist das der Achter und das ist das der Ultra. Und man sieht schon, die Ultra hat halt das geflochtene Kabel, was einen ganzen, ein bisschen robusteren Eindruck gibt. Ob das Material jetzt Titan ist, ich glaube nicht. Ich glaube, der Pack ist weiterhin aus Alu. Ansonsten auch identisch, aber ja, das ist schön. Jetzt hat das Premium-Modell wieder ein richtiges Premium-Kabel, weil früher, ich habe die ja noch alle rumliegen, normalerweise beklagen sich die Leute, ich soll mal die Kabel wegräumen. Jetzt sind wir alle froh, habe ich es nicht gemacht. Früher waren die Ladepacks jeweils der Stahl- und Titanuhr aus glänzigem Stahl. Und die der Alu-Varianten waren aus Plastik. Und jetzt hat Apple das geändert mit der Series 7. Jetzt haben alle diesen Ladepack aus Alu. Sozusagen die Alu-Uhren haben ein bisschen besseren gekriegt, die Stahl- und Titan-Modelle haben ein bisschen schlechteren gekriegt. Aber jetzt kriegt die Ultra, die teuerste Apple Watch, wieder ein bisschen ein schöneres Kabel. Ich mag halt diese braided, heißen sie auf Englisch, diese geflochtenen Kabel. Die verknoten viel weniger, wirken auch robuster und passt ja zu der robusten Uhr. Aber ja, ihr wollt die Uhr sehen. Ich drifte ab. Aber ich habe euch gewarnt, es gibt ein ultra langes Video. So, da kommt die Uhr. Fühlt sich, wie ich ja schon in Cupertino festgestellt habe, viel leichter an, als man erwarten würde. Da haben wir sie. Dann schauen wir mal, ob wir das mit dem Armband hinkriegen. Wo ist die Anleitung nochmal? Ah, da in der Box drin. Habe ich mir noch so gelobt, dass Unordnung gut ist, aber hier hat es sich jetzt gerecht. So. Also, man nehme das lange, kommt unten rein. So korrekt. Nein, falsch rum. Ah ja, da sieht man es. In Gelb ist es wahnsinnig schwierig. Da unten sieht man das kleine, die Größenangabe. Und die muss immer unten sein. Dann rastet es nämlich auch ein. Wenn es nicht Klick macht, ist es falsch. So, das haben wir drin. Das da kommt oben. Auch wieder gucken, wo die Markierung ist. Da ist sie. Das auch unten. So. Klick. Und jetzt ist die Frage, wo kommt dieser lustige Ring? Ah, den kann man öffnen. Das ist ja spektakulär. Wie machen wir den? Ah, da hat es eine Feder drin. Verrückt. Ich habe mich ja noch ein bisschen geärgert, weil ich habe mir das privat auch bestellt, das Ocean Band in Midnight Blau. Kommt irgendwann Ende Oktober. Ist unglaublich gefragt. Und ich habe noch gedacht, ja, 100 Euro ist schon ein bisschen viel. Aber wenn es da sogar so eine spektakuläre Schließe drin hat, ist das schon was. Hi, das ist eine Überraschung. Also jetzt müssen wir mal schauen, wie man das anzieht.
muss jetzt durch so ein Loch durch. Also, schiebe das Armband zum Befestigen seitwärts hinein. Blablabla. Für optimale Funktionalität passe das Armband so an, dass es eng am Handgelenk anliegt. Das machen wir auch mal. Und das ein bisschen zu eng. So. Das hätten wir. Und jetzt kommt die Schließe daran. Ob ich das schaffe, während ich die Uhr anhab? Machen wir es eher hier. Durchstoßen, das ist jetzt komplex fürs Video. Und dann können wir es wieder schließen. Na, das hat ja wunderbar gepasst und super bequem auch. Jetzt nehme ich sie nochmal ab. Aber wenn man es zurückklappt, hält es das Band auch fest. Das war mir nicht so klar, ehrlich gesagt, nach dem ersten Hands-on in Cupertino. Das Gummiarmband ist ab sofort offiziell mein Favorit. Wirklich ganz, ganz toll gemacht, so schlau. Da habe ich jetzt das hier eingeschlauft. Und eben, es hat halt auch relativ Spiel. Und man kann auch Verlängerungen dafür kaufen, wenn man es über einen Neoprenanzug tragen möchte. Hier nochmal die Krone, das Band. Mach noch ganz schnell zwei Vergleiche, würde ich sagen, ehe wir da den üblichen Schnipptrick machen. Das ist meine private Titan und das ist die Ultra. Titan wirkt ein bisschen anders. Meine ist eher gebürstetes, das da ist eher sandgestrahltes Titan. Und was ich zum Glück auch noch hier habe, nein, die habe ich nicht auf dem Tisch vergessen, die habe ich extra mitgebracht, ist die Samsung Pro, die mir ja auch sehr gut gefällt. Auch so eine ähnliche Gedanke. Und für einmal hat Samsung ja das schlichtere Design als Apple, muss man auch mal schaffen. Akkustand ist niedrig. Nein. Samsung Titan ist noch ein bisschen grauer, beiger. So, aber das Unboxing hat jetzt schon fast eine Viertelstunde gedauert. Wie lang soll das restliche Video denn noch werden? Aber ich gehe jetzt die Uhr in aller Ruhe ausprobieren. Ich mache Schnipp und melde mich gleich wieder. Dann mit ganz vielen Erfahrungen. Dann probieren wir andere Armbänder aus. Haben wir im Intro ja schon gesehen, es funktioniert tadellos. Aber ich zeige es euch trotzdem noch, weil es gibt ja schon Fragen, gerade ob diese Loop-Armbänder dann noch passen, die man ja nicht verstellen kann. Wir sprechen über den Akku und alles. Aber erst muss ich die Uhr ein bisschen ausprobieren. Also ein bisschen Geduld. Ja, und da bin ich schon wieder. Eine Woche habe ich die Apple Watch Ultra nun getragen, genutzt, im Alltag rauf und runter, wie gesagt, rauf vor allem in die Berge und natürlich zu Hause im Alltag. Was ist mir dabei aufgefallen? Ja, dieser Teil des Videos wird nochmal lang, darum der Hinweis, Kapitelmarken beachten. Ich habe mir Mühe gegeben und welche gesetzt und apropos Mühe gegeben, was ihr noch nicht habt, Abo abschließen für diesen Kanal. Dann verpasst ihr dann auch nicht die weiteren Videos zur Ultra-Uhr. Ich habe nämlich gemerkt, wir müssen noch ein paar Zusatzvideos machen. So viel, sonst wird dieses Video hier endlos. Aber ich versuche mich so kurz wie möglich zu fassen und wie gesagt, Kapitelmarken. Also, was soll man sagen? Großes Fazit, gleich am Anfang. Es hat riesen Spaß gemacht mit der Apple Watch Ultra. Erstens natürlich, weil sie neu ist. Neue Sachen sind immer lustig, finden vor allem Tech-Tester und YouTube-Leute. Aber auch Uhrenfans haben natürlich Freude, wenn es neues Uhrendesign gibt. Und neu ist das Design auch. Aber nicht alles ist goldig an der neuen Apple Watch Ultra. Nein, gibt auch Kritikpunkte. Da kommen wir jetzt alles dazu. Fangen wir mit dem allerwichtigsten Punkt an. Das, was wirklich alle interessiert, alle wissen wollen, der Akku. Sind ja schon Zahlen rumgegeistert, wie viel größer er sein soll als bei der Series 8, der großen Series 8, glaube 1,7 mal mehr Kapazität, hat jemand behauptet. Geöffnet hat sie freilich noch niemand, das weiß man nicht. Apple sagt, man schafft 36 Stunden und Zeyer sagt, jawohl. Ist ganz ein neues Traggefühl mit der neuen Apple Watch Ultra, weil sie halt so lange hält.
36 Stunden schafft man problemlos. Ich würde sogar sagen, hin und wieder schafft man 48 Stunden. Klar, innerhalb einer Woche hat man noch nicht so viel Erfahrung damit und die Software wird in der Regel auch besser mit der Zeit bei der Apple Watch, dass sie noch ein bisschen länger hält. Kommt ja auch noch ein großes Update, was noch einen sparsameren Sparmodus dann bringen soll. Aber so in meinem Alltag hat es also problemlos gereicht, wenn man sie am, wann habe ich sie am Morgen vom Akku genommen, dann kann man sie 24 Stunden tragen und dann am nächsten Abend wieder laden. Es hat problemlos gereicht. Aber eigentlich hätte man auch die Nacht noch machen können, aber bei 30% kommt jeweils die Warnung, Achtung, wenn du Schlaftracking haben willst, solltest du über 30% sein. Was eigentlich nicht nötig ist, weil sie schafft, in der Nacht hat sie teilweise irgendwie 10% oder 5% Strom verbraucht. Also nein, der Akku ist wirklich deutlich besser. Ist die größte Verbesserung im Vergleich zu den anderen Apple Watches. Klar, die Garmin-Fraktion wird nun sagen, wir messen Akkulaufzeit in Monaten und nicht in Stunden. Oder sagen sie Tage? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Dann sage ich, ja, aber die Tissot misst es in Halbjahren. Die habe ich ja auch mal getestet. Erinnert ihr euch, die große Tissot da? Kann halt noch weniger als die Garmins, aber dafür hält sie halt ein halbes Jahr. Und Solarzellen hat sie auch drin. Also das mit den Akkulaufzeiten. Ich finde, das ist immer so ein bisschen alberner Vergleich, wenn man da schaut. Es kommt halt drauf an, was die Uhr macht. Die einen Uhren haben halt LTE drin, haben einen vollen Touchscreen, haben OLED, haben Apps und alles. Die anderen sind für etwas besonders gut. Da sollte man sich nicht in die Haare kriegen. Deshalb, wir lassen allen ihre Freude. Keine Sorge, liebe Garmin-Fans, die jetzt hier reinschauen und sich Sorgen machen. Ich mache euch eure Uhren nicht schlecht in diesem Video. Nein, gerade die Epix hat mir dieses Jahr ja auch super gefallen. Also keine Sorge, ihr könnt getrost weiterschauen. Dann das Zweite, was natürlich anders ist, ist der Bildschirm. Wir können ihn uns zusammen mal anschauen. Wir müssen irgendein Zifferblatt reinmachen, wo man ihn besser sieht. Zack. Wo haben wir eins? Hier sieht man zum Beispiel ganz gut. Der Bildschirm ist minimal größer. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass er viel, viel größer ist als bei der Series 8, weil man sieht es ja hier wieder. Er hat halt jetzt wieder einen Rand außenrum. Erinnert vom Look eher an den Bildschirm der 6er abwärts. Bei der 7er und 8er, weil der Bildschirm ja fast an den Rand geht und das Glas gekrümmt ist, wirkt der Bildschirm fast so groß und ein bisschen größer, weil er halt nicht durch den Rand kleiner wirkt. Das ist ein großer Unterschied. Was man auch merkt, der Bildschirm ist viel, viel heller. Anfangs musste ich mich richtig umgewöhnen, gerade wenn man weiße Elemente auf dem Zifferblatt hat. Müssen wir ein schönes Weiß suchen. Ja, ich habe viel zu viele Zifferblätter. Wo haben wir ein gutes Weiß? Gleich geschafft. Übrigens, unten am Video habe ich einen Link zu meinen Lieblingszifferblättern. Da könnt ihr die gratis runterladen. Beispielsweise, wenn man das hier macht, wird schon sehr, sehr weiß. Und ich habe anfangs den Bildschirm sogar nochmal eine Stufe runtergeregelt. Inzwischen habe ich ihn wieder ein bisschen raufgeregelt, aber ja, er ist sehr, sehr hell und draußen in der Sonne kann man ihn sehr gut ablesen. Das macht wirklich viel aus und dadurch, dass er flach ist, habe ich das Gefühl, ist er noch ein bisschen besser ablesbar als bei den 8ern und SE-Modellen, die halt so ein bisschen gekrümmtes Glas obendrauf haben. Das macht wirklich einen Unterschied. Dann kommen wir zum Design. Da haben wir natürlich ganz viel zu besprechen. Erstens, es ist rundum neu. Was? Wir haben es ja im Unboxing-Teil schon gesehen, aber ich zeige es doch nochmal schnell. Die große Neuerung ist halt, dass es einen Kronenschutz hat. Crown Guard nennt man es auf Englisch. Das schützt die Krone. Dass man sie, das war früher bei Uhren ein Problem, weil früher waren die ersten Armbanduhren waren ja Taschenuhren, die hatten oben diesen großen Knauf und im Schützengraben, ja, die wurden ja halt im Militär genutzt, hat man den häufig abgeschlagen. Darum hat man dann angefangen, die Krone zu schützen. Und das macht Apple jetzt halt auch sehr schlau und sehr, sehr schön, auch mit dieser Art Flosse, die sie da draußen haben, die aber auch ziemlich kantig ist, muss man sagen. Wenn man hier mit dem Finger drüber fährt, merkt man schon, dass es eine scharfe Kante ist. Trotzdem, ich finde es ein stimmiges Design. Auf der anderen Seite haben wir noch bei den Neuerungen eben den Knopf, Lautsprecher, Mikrofone hat sie auch, deren drei kommen wir noch dazu. Die Sirene ist da drin. Tiefensensoren. Ja, was auffällt am Design sind eigentlich, abgesehen davon, dass es ein bisschen wuchtiger daherkommt,
Am Arm finde ich sie gar nicht so groß, wie ich dachte. Leider wieder entsperren. So. Ich finde, an meinem Arm geht es gerade noch, von der Größe her. Klar, ist bedauerlich, gibt es kein kleineres Modell. Es tut mir ein bisschen leid für die Leute, die lieber eine kleine gehabt hätten. Und es sind sicher nicht wenige. Was man im Alltag wirklich merkt, ist erstens, dass diese Kante hier jetzt halt nicht rund ist. Wenn man mit dem Finger von unten drüber fahren will, schneidet man sich, nein, man schneidet sich nicht, aber man fährt unschön über diese Kante. Man bedient den Touchscreen jetzt besser gerade von oben und nicht mehr so von der Seite. Das ist der Kompromiss, schützt natürlich das Glas, ist aber nicht mehr so elegant wie bei der normalen Apple Watch. Das ist sowieso etwas, was sich ein bisschen durchzieht. Die Ultra ist nicht so elegant wie die normale Apple Watch. Auch die Krone, da sind sie ganz stolz drauf, dass man da jetzt alles ganz gut mit den Handschuhen bedienen kann. So kalt war es in den Bergen noch nicht, dass ich Handschuhe genutzt hätte, aber man konnte auch die alte Apple Watch schon gut mit den Handschuhen bedienen. Das Problem ist mehr, dass ich erreiche die Krone weniger gut, weil sie halt geschützt ist durch den Kronenschutz. Das ist ein bisschen, man gewöhnt sich dran. Ich musste mich ein bisschen umgewöhnen, aber ich bin mir einfach gewöhnt, dass ich praktisch blind hinfassen kann und an der Krone drehen kann. Das kann man jetzt nicht mehr ganz so gut. Die Knöpfe hier sind immer noch sehr ähnlich, gehen ein bisschen weniger rein, haben ein bisschen weniger Weg, als haben wir den Nachtbildschirm schon aktiviert. Und was muss man zum Design sonst noch sagen? Ja, das sind so die wichtigsten Sachen, die mir aufgefallen sind. Wie gesagt, ein bisschen kantiger, wuchtiger, die Krone nicht mehr ganz so leicht zu erreichen, aber immer noch mehr als gut genug. Ist halt eben ein Schutzfaktor. Jemand hat mich noch gefragt, kann man damit schlafen? Ich kann problemlos damit schlafen. Ich habe jetzt doch schon die ganze Woche damit geschlafen, so lange, dass ich endlich Temperaturwerte gekriegt habe. Die Achter und die Ultra können ja jetzt schauen, ob man so eine Base-Temperatur hat und ob man davon abweicht. Ich weiß noch nicht, ob das in meinem Alltag wahnsinnig hilfreich sein wird, aber mal schauen. Das hat auf jeden Fall auch funktioniert. Ich kann sie problemlos in der Nacht tragen, aber vielen Leuten dürfte sie ja vielleicht, wenn schon die andere Apple Watch zu groß und wuchtig war, ist die sicher zu wuchtig, um damit zu schlafen. Über die Bedienung haben wir ja schon gesprochen, aber wir wollen trotzdem noch darauf eingehen. Was halt ganz, ganz Neues ist, der Knopf da hinten. Ich habe jetzt die Taschenlampe draufgelegt, das wird hell. Man kann verschiedene Sachen drauflegen. Ich habe auch experimentiert, damit mein Lieblingstraining zu starten, Fahrrad, Outdoor. Aber da habe ich einfach festgestellt, seit WatchOS 9 funktioniert Arm hochheben und Siri Befehle geben, auch ohne, dass man Hey sagt. Ich kann jetzt einfach, es funktioniert wirklich tadellos. Mal schauen, ob es jetzt in der Demo funktioniert. Starte Fahrradtraining Outdoor. 3, 2, 1. Und los geht's. Aber das Training wollen wir jetzt nicht haben. Darum habe ich den Knopf noch gar nicht so viel genutzt und habe jetzt die Taschenlampe draufgelegt. Ich würde mir eher wünschen, dass man den Knopf noch ein bisschen schlauer bedienen kann, dass er je nach Zifferblatt macht, was man vorprogrammiert hat. Ich möchte nicht, dass er immer dasselbe macht. Beispielsweise die Taschenlampe brauche ich tagsüber selten, wenn er nur abends die Taschenlampe darauf legt oder sowas. Aber mal schauen, das kommt ja vielleicht noch. Was unglaublich praktisch ist, was ich jetzt hier nicht vorführen kann, weil ich schon wieder Bildschirmfotos aktiviert habe, das ist ja sowieso ein guter Trick bei der Apple Watch. Wenn man ein Training pausieren möchte, kann man einfach die beiden Tasten drücken, die Krone und den Knopf. Nun, wo sie halt drei Knopfoptionen hat, kann man auch so Pause machen oder so Pause machen. Funktioniert jetzt bei mir nicht, weil, jetzt geht sogar die Taschenlampe an. Stimmt, das geht natürlich nicht. Und das andere, zurück, hopp. Und läuft natürlich auch kein Training. Wenn kein Training läuft, kann ich es nicht pausieren. Anfängerfehler. Aber das Problem ist, ich habe auch Bildschirmfoto aktiviert. Wenn ich die zwei Tasten hier drücke, dann macht er jeweils ein Bildschirmfoto. Und das überlagert auch die Trainingspause. Also wer Bildschirmfotos nutzt, wie ich als Tester, hat das auch nicht. Aber für euch, die ihr das vermutlich nicht braucht, guter Tipp, einfach beide Tasten drücken. Dann kann man blindschnell Pause machen. Gerade wenn man super präzise Fitness Daten haben möchte. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, die Funktionen. Was ist alles neu und spannend? Fangen wir mit den Mikrofonen an. Die
Dreier hat ja jetzt, die Ultra hat jetzt deren drei Mikrofone außenrum ein bisschen mehr als die anderen. Soll super praktisch sein, wenn man irgendwo in einem Sturm unterwegs ist. Ich war in keinem Sturm unterwegs, ich habe einfach normale Tests gemacht. Wo habe ich es? Ah, da. Wo sind die Dateien? So klingt es, wenn ich in die Apple Watch Series 8 spreche. Der Raum hier ist relativ hallig. Mal schauen, wie es klingt. So klingt es, wenn ich in die Apple Watch Ultra spreche. Der Raum hier ist ziemlich hallig. Mal schauen, wie es klingt. Ja, ganz ehrlich, ich habe noch keinen Unterschied festgestellt, dass es jetzt wahnsinnig viel besser mit dem einen oder mit dem anderen ist. Aber muss man dann mal schauen, wenn man... Ich telefoniere ja viel mit der Uhr, weil ich das Handy meistens nicht in der Nähe habe. Darum habe ich dann häufig die Uhr und nehme die Anrufe auf der Uhr entgegen. Dann, was auch neu ist, ist natürlich die Sirene. Wollen wir die mal Probe hören? Wo ist sie schon wieder versteckt? Hier. Also festhalten, Ohren zu. Ja, das muss reichen. Ich habe die natürlich nicht in freier Wildbahn getestet. Erstens aus Rücksicht auf Tiere und zweitens wollte ich da nicht irgendwelche Leute anlocken, die dann das Gefühl haben, sie müssen jetzt jemanden retten. Aber mal schauen, ob das dann hilfreich ist. Ich denke, da kommen dann sehr, sehr bald Stories von Leuten, die berichten, ah, die Sirene hat mein Leben gerettet. Sicher großartig und ja, wie all diese Sicherheitsfunktionen, man ist froh, wenn man sie hat und noch froh, wenn man sie dann mal braucht. Und wenn man sie nie braucht, ist es trotzdem angenehm, das zu haben. Halt so ein bisschen wie eine Versicherung. Dann das bessere GPS. Ich als Nicht-Profisportler oder nicht Fitness-Sportuhren-Tech-Nerd habe nicht gewusst, dass es dieses Zweiband-GPS-Zeugs überhaupt gibt, aber ich weiß es jetzt. Ich habe es auch schon bei anderen Uhren gesehen, dass das jetzt drin ist. Das kommt aktuell halt, ist jetzt halt technisch möglich, macht den GPS-Empfang besser. Ich fand den GPS-Empfang vorhin schon immer mehr als gut genug, aber klar, jetzt ist es noch ein bisschen besser. Versteckt sich übrigens in diesem grauen Plastikband, was da um die Uhr herum geht. Da ist der, ist das GPS drin versteckt. Dann das große, große Highlight für mich ist die neue Kompass-App. Die gibt's natürlich fairerweise, muss man sagen, auch mit WatchOS 9. Die kriegt ihr auch auf euren Apple Watches. Aber die habe ich im Test wirklich sehr viel genutzt. Die macht wirklich großen Spaß. So, weg damit der Sirene. Weg da. Erstens ist sie halt unglaublich flüssig, dreht super mit. Und gerade dieses Backtrack, was wir ja im Intro auch gesehen haben, wo man einfach drückt, ich möchte meinen Rückweg dann bitte schön wieder finden. Das ist wirklich super hilfreich. Gerade wenn man irgendeiner Kreuzung steht. Hier beispielsweise wusste ich, das Schild hat es ja verraten, wo es hingeht, aber die Apple Watch hat es auch richtig gesagt, dass man jetzt rechts abbiegen und nicht links gehen muss, weil ich bin ja von rechts gekommen. Ja, ich habe früher auch mal gelernt, mit dem Kompass zu navigieren. Ich habe es ein bisschen verlernt, ehrlich gesagt. Aber jetzt mit der Apple Watch ist es ja kinderleicht. Das funktioniert wirklich super zuverlässig, muss man sagen. Eine lustige Spielerei, was ich jetzt nicht ausprobieren konnte, weil die Bergseen und Bergbäche wirklich zu kalt sind, um da schwimmen oder gar tauchen zu gehen, sind die Unterwassersensoren. Aber ich habe sie da im Brunnen habe ich es ausprobiert. Das ist schon lustig, wenn man da sieht, da wie weit runter das man kann. Aber klar, dieser Brunnen hat etwa Tiefe von 30 Zentimetern. Das ist etwas, was ich mir dann mal im Schwimmbad anschauen muss und was man später anschauen muss. Aber das ist auch eine ganz, ganz lustige Spielerei. Und ich bin gespannt, was dann Profitaucher dazu sagen. Ist es wirklich ausreichend oder ist es einfach ein nettes Gimmick? Das ist auch so etwas, was sich sicher durch diese Review hier zieht. Wahre Profis nutzen nicht so viele solche Gadgets. Die nutzen Profi-Gadgets und vor allem haben die Leute, die solche Sachen für sie machen. Nein, das sind vor allem Tech-Nerds, Tech-Fantasten, die Freude an solchen Sachen und unglaublich vielen Messwerten haben, aber die wahren Profisportler nutzen da anderes und ich finde sie auch immer ein bisschen ulkig, dass all diese Marathonläufer sich dann so riesen Uhren anschnallen. Ist doch im Weg sowas. Aber klar, die müssen halt groß sein, diese Uhren, weil sonst kriegen sie nicht den Akku rein, den sie halt brauchen.
Dann die Temperatur, da haben wir auch schon schnell drüber gesprochen. Sie kann halt jetzt Temperatur messen in der Nacht. Ich habe jetzt auch meine, ich glaube, 5 oder 6 Nächte braucht es, um Abweichungen dann zu erkennen. Ich habe noch keinen Mehrwert daraus gezogen. Da bin ich sehr gespannt. Mir haben aber schon viele Frauen geschrieben, die sich die neue Series 8 genau deshalb gekauft haben und sich sehr viel davon versprechen. Da bin ich dann sehr gespannt auf Erfahrungsberichte, ob es wirklich sich bewährt, ob es funktioniert. Ich hoffe natürlich sehr, weil ist ja toll, wenn man das alles schon in der Uhr hat und nicht noch ein anderes Gerät dafür braucht. Aber Datenschutzbedenken schwimmen da natürlich auch immer ein bisschen mit. Aber darüber haben wir auch schon gesprochen. Die letzte Funktion, die wir hier nochmal erwähnen müssen, ist halt LTE. Genau, Mobilfunk. Die Uhr ist halt auch ein Telefon. Das ist für mich so unglaublich praktisch und macht die Apple Watch oder auch die Samsung-Uhr halt für mich viel, viel spannender als Uhren, die das nicht haben. Ich möchte nicht immer ein Handy dabei haben müssen und ich möchte trotzdem telefonieren können. Das ist für mich so toll. Klar, es ist bei mir, ich habe einen komplizierten Großkonzern-Business-Handy-Vertrag. Das ist immer, kleiner Insider, ich muss immer etwa eine Stunde mit Sunrise telefonieren, bis mein Abo dann manuell auf die neue Uhr migriert ist. Aber die Techniker machen das immer großartig. Ganz, ganz großes Dankeschön an der Stelle. Ich bin, glaube ich, der schwierigste Kunde von allen, weil ich es dann immer sehr, sehr schnell und sehr, sehr sofort haben muss, weil ich ja die Geräte teste und nicht unendlich Zeit habe. Jetzt machen sie immer großartig. Nein, LTE ist für mich, es kostet mich, glaube ich, 5 bis 10 Franken pro Monat, aber es ist so ein großer Komfort, ich mag es über alles. Und in der Ultra ist es ja eh schon drin, wie in den Stahluhren auch. Dass es muss man sich nicht entscheiden, möchte ich es und nutze ich es dann auch vielleicht. Weil das Dümmste ist, sich eine Apple Watch mit LTE zu kaufen und das dann nicht zu nutzen. Weil dann ist es rausgeworfenes Geld. Aber ich nutze es rauf und runter und macht für mich die Uhr halt unglaublich praktisch. Und spricht auch für den Akku, dass ich halt mit LTE unterwegs bin und das Ding trotzdem locker eben diese Tag 36 Stunden hält. Aber das muss ich noch ein bisschen schauen, wie sich das mit den Laderhythmen dann einpendelt. Oh, ja, wir haben schon viel zu lange gesprochen. Wir müssen ganz schnell Pause machen. Ich habe einen wichtigen Videocall und nein, geht nicht um eine Uhr, geht um ein anderes, ganz, ganz neues Gerät. Und dann melde ich mich gleich wieder mit den Punkten. Zifferblätter, Armbänder haben wir noch, über die Konkurrenz haben wir nicht gesprochen und das Fazit. Meine Güte, wird dieses Video lang. Da bin ich wieder und meine Güte, wird dieses Video lang. Aber ich habe es ja anfangs versprochen und wie gesagt, Kapitelmarken, Kapitelmarken, Kapitelmarken. Nächster Programmpunkt, Zifferblätter. Damit hadere ich ehrlich gesagt noch ein bisschen. Das neue, das Wegweiser-Zifferblatt, was jetzt dummerweise genau ganz hinten wieder ist. Da haben wir es. Ist großartig. Ich habe riesige Freude daran. Ich habe ganz viele schon gebastelt. Das da habe ich ein eher dunkles. Habe ich ein helles gemacht, was ihr auch aus dem Intro-Video schon kennt. Ein dunkelviolettes ist ganz, ganz schön. Das da hier. Es hat unglaublich viele Möglichkeiten. Es ist großartig. Passt wunderbar zum Design der Uhr, zur Form der Uhr. Zum Bildschirm auch, der eben flach ist, es passt da wirklich sehr gut drauf. Daran habe ich große Freude. Das Problem sind die anderen Zifferblätter. Viele andere Zifferblätter sehen auf der Uhr irgendwie ein bisschen unproportional und nicht besonders gelungen aus. Gibt ja so ein bisschen Kontroverse auch, weil mit WatchOS 9 viele Komplikationen dann wieder angepasst wurden und das auch nicht so schön ausschaut. Hier müsste Apple mal wieder ein bisschen ausmessen, habe ich den Eindruck. Ich habe zum Beispiel da mit dem Ich dachte, das Explorer-Zifferblatt sieht vielleicht gut aus, aber irgendwie wirkt es viel zu klein auf der Uhr. Was haben wir noch, was man anschauen? Das hier verwende ich sehr gerne, das ist mein Höhenzifferblatt. Gerade auf Wanderungen ist das toll. Das geht einigermaßen, finde ich. Immer sehr schön sind natürlich die Kaleidoskop-Zifferblätter. Die sehen immer gut aus. Da sieht man nicht, wie klein der Bildschirm ist oder wie dick der Rand ist. Das Siri-Zifferblatt, damit experimentiere ich wieder, aber ist immer noch nicht wahnsinnig gut geworden. Ganz alter Klassiker. Der Mond. Ja, sowas sieht noch gut aus, ehrlich gesagt. Bin ich selber überrascht. Aber ich sehe schon, da muss ich mal ein separates Video dazu machen. Zifferblätter, die auf der Ultra gut ausschauen, ist nicht ganz einfach.
Ich hätte mir gewünscht, Apple hätte nebst dem Wegweiser-Zifferblatt noch ein weiteres gemacht, was wirklich super auf der Ultra ausschaut. Das ist so ein bisschen schwierig, finde ich. Was überhaupt nicht schwierig ist, ist Armbänder für die Ultra. Ihr habt es ja im Intro schon gesehen. Ich habe ganz, ganz viele durchprobiert. Aktuell habe ich wieder das Stahlarmband dran. Ich kann es auch mal noch nahe dran halten. Ich finde, es sitzt perfekt. Was viele Leute gefragt haben, ich habe ganz viele Armbänder hier mitgebracht, aber ich würde sagen, um dieses Video hier nicht unnötig zu strapazieren, halten wir das ein bisschen kurz und ich mache dann mal ein Armbänder-Video zur Ultra. Wie sieht es aus, wenn man die Ultra-Armbänder an eine Nicht-Ultra-Uhr macht? Und da ist es ein bisschen was anderes. Wir nehmen das Taucherarmband an der Series 7. Von Auge sieht es auch gut aus. Wenn man aber hier mit dem Finger drüber fährt, überragt es minimal. Wirklich ganz, ganz minimal. Beim Gummi merkt man es weniger. Wir müssen doch das Alpine nehmen. Dann, wenn man hier drüber fährt mit dem Finger, stell scharf, so spürt man es ganz ein bisschen. Das ist minimal überragt. Wenn man es ganz perfekt in die Mitte schiebt, merkt man es fast nicht, aber man merkt es. Darum die Erkenntnis, alle Armbänder passen problemlos an die Ultra. Die Ultra-Armbänder an anderen Uhren sind so ein bisschen grenzwertig. Aber das können wir im anderen Video ja auch in Ruhe anschauen. Was wir unbedingt noch schnell in diesem Video klären wollen, weil es ganz viele Leute gefragt haben, was ist mit Armbändern, die man nicht kürzen oder verlängern kann? Sprich da die Loop-Armbänder. Wir können hier mal wechseln. Ja, jetzt hat es wieder geklemmt. So. Das Stahlarmband verkeilt manchmal ein bisschen. Das ist immer ein bisschen doof. So. Schauen, was oben und unten ist. Dass wir es nicht nochmal falsch machen. Prompt wieder falsch. So. Das ist ein Achter und ich trage es normalerweise an der anderen Uhr und jetzt. Es passt bei mir ebenfalls perfekt. Hängt sicher von den Armumfängen ab und man muss es ausprobieren, aber in meinem Fall, ich habe wirklich alle Armbänder, die ich habe, durchprobiert. Wie ihr seht, ich habe ganz viele Orange habe ich mitgebracht, aber das machen wir in einem anderen Video, sonst wird es hier wirklich viel zu lang. Was wir noch sagen können, ist ein Wort zu den Armbändern, die man auswählen kann bei Apple. Das Ocean Band ist nach dem Test mein Favorit. Nicht in der Farbe Gelb, ich habe es mir in Dunkelblau in Midnight gekauft und muss mich aber noch bis Ende Oktober gedulden, bis das eintrudelt, ist unglaublich gefragt. Das Alpine gefällt mir auch gut, sieht sehr schön aus. Ich finde es ein bisschen mühsam, da wenn man da mit diesem Haken, wenn man es anziehen möchte, muss man da mit diesem Haken, oder so rum geht's, muss man da immer diesen Haken reinhängen. Und ich habe ein bisschen Angst, ehrlich gesagt, dass es ausleiert. Aber jetzt überbord ich schon wieder mit den Armbändern. Aber es macht einfach zu viel Spaß. So, Armbänder hätten wir. Ein Zubehör müssen wir uns auch noch schnell anschauen. Und das ist das Kontroverseste der Stunde. Mal wieder das MagSafe Duo. Was das Ding schon Schlagzeilen gemacht hat. Erst war es zu teuer, kann zu wenig. Dann hat es mit den Pro-iPhones nicht richtig funktioniert. Und jetzt heißt es wieder, mit der Ultra gehe es nicht. Quatsch. Es funktioniert sehr wohl. Wir brauchen schon ein Lightning-Kabel anschließen. Der Trick ist einfach, man muss es leicht anwinkeln und schon lädt die gute Uhr. Sieht man es? Warum sieht man es jetzt nicht? Ah, Anfängerfehler, das Lightning-Kabel ist hier nicht richtig angeschlossen. Na bitte.
Ja, da nützt auch das beste Lightning-Kabel nichts, wenn man es nicht eingesteckt hat. Aber jetzt lädt sie problemlos. Aber das Problem sehen wir hier natürlich. Wenn man es hochklappt, ist die Uhr zu. Oh, geht zwar auch immer noch. Aber es geht ein bisschen besser, wenn man die Uhr ein bisschen nach hinten kippt, dann lädt es zuverlässiger. Also keine Sorge, wer sich das gekauft hat. Die Investition ist noch nicht hops und futsch. Trotz der Schreckmomente hier im Video, das wäre noch gewesen. Nein, ich habe ja zu Hause auch die Uhr immer damit geladen. Aber klar, man hat dann halt kein Schnellladen, was ein bisschen schade ist. Es ist und bleibt ein kontroverses Produkt, das MagSafe Duo. Vorletzter Programmpunkt, die Konkurrenz. Wir haben es auch schon ein bisschen angetönt. Garmin-Uhren halten viel, viel länger, können ein bisschen weniger, haben halt kein LTE. Die Apple Watch kann alles, hält ein bisschen weniger lang. Da muss man halt schauen, was man gerne möchte. Ich bin unglaublich gespannt, wie sich das jetzt entwickelt in den nächsten Wochen und Monaten. Wie gesagt, wir haben auch noch Uhren wie die Tissot, die dann halt ein halbes Jahr halten. Das Tolle ist ja, man kann sich wirklich aussuchen, was man gerne möchte. Möchte man das volle Paket mit allem Touchscreen-App-Komfort, dann tendiere ich zur Apple Watch. Möchte man eine Uhr, die ein bisschen länger hält und so ein bisschen zwischen Apple Watch und Garmin Fenix ist, dann mag ich die Epix unglaublich gerne. Möchte man den Real Deal, dann natürlich die Fenix. Die hält lange, sieht noch wuchtiger, noch bombastischer aus und gibt sie als Tactics sogar damit Artillerie. Tools drin. Also soll mir niemand behaupten, Garmin mache nur Uhren, die wirklich wahnsinnig nützlich sind. Nein, Garmin kann auch sehr, sehr gut Uhren machen, die ein bisschen extrem anmuten und Leuten den Eindruck geben, man sei jetzt auch ein bisschen extrem sportlich oder mache etwas extrem Wildes. Das macht die Apple Watch auch ein bisschen dezenter, ehrlich gesagt. Aber ja, ich bin unglaublich gespannt, wie sich das jetzt in den nächsten Wochen und Tagen entwickeln wird mit dieser Ultra-Uhr. Ich denke schon, dass viele Leute, die sich vorhin gerade eine Epix von Garmin gekauft hätten, jetzt auch eine Apple Watch überlegen. Weil da hast du zwar ein bisschen weniger Akku, dafür hast du halt Apple Pay drin. Ich kann beispielsweise Garmin Pay nicht nutzen, weil meine Bank das nicht unterstützt. Bei mir funktioniert nur Apple Pay. Da ist natürlich bei mir die Versuchung schon eher größer, dann statt der Epix die Apple Watch zu nehmen. Aber ist natürlich schlau. Garmin wusste natürlich, dass die Apple Watch Ultra kommt und hat nicht zuletzt darum die Epix lanciert, die da so ein bisschen Gegensteuer gibt. Bin ich gespannt. Schreibt mir doch unten in die Kommentare, was ihr spannender findet. Die Epix oder doch die Apple Watch Ultra. Oder, was wir nicht erwähnt haben, die Samsung Pro, die Galaxy Watch 5 Pro. Die finde ich ja auch immer eine sehr, sehr spannende Option. Ganz schönes Design. Gefällt mir sehr gut. Sehr, sehr schlicht. Mal eben schlichter als das, was Apple gemacht hat. Ja. Auf jeden Fall, viel Auswahl ist immer gut für Konsumenten und macht die Sache ein bisschen spannender. Fazit. Die Apple Watch Ultra hat mir wirklich großen Spaß gemacht. Ich werde sie im Alltag sehr, sehr viel tragen. Nicht nur für den Sport. Ich finde sie einfach auch eine sehr, sehr gute Alltagsuhr. Der Kompromiss ist einfach, sie ist relativ groß und man muss die Arme dafür haben. Bei mir geht es gerade noch so knapp. Wenn man dünnere Arme hat, ist sie nix. Aber ansonsten ist es einfach in erster Linie die aktuell funktionsreichste, bequemste und auch dauerndste Apple Watch, weil man sich halt nicht die ganze Zeit ums Laden kümmern muss. Das ist schon sehr, sehr bequem. Sie ist ein bisschen wuchtiger. Sie sieht ein bisschen mehr nach... Ich als Uhrenfan fand ja die erste Apple Watch anfangs ein bisschen langweilig. Ich fand vor allem die Armbänder gut. Jetzt gefällt mir die Uhr von Anfang an. Also ich habe große Freude daran. Klar, ich wünschte mir auch, sie wäre dünner, aber... Es geht halt nicht und die mechanische Uhr hier ist auch nicht wahnsinnig dünn. Also nein, ich glaube die Apple Watch Ultra und ich werden ganz, ganz gute Freunde, obwohl ich jetzt wahrlich kein Extremsportler bin. Aber ich nutze die Uhr halt extrem viel, von daher geht das schon in Ordnung, würde ich sagen. Noch ein Wort zum Ausblick. Wir haben jetzt die erste Apple Watch Ultra gesehen und im Büchlein haben wir es ja schon gesehen. Sie haben die Ocean, sie haben die Alpine und sie haben die Trail. Wie geht's jetzt weiter? Ich kann mir vorstellen, dass sie die Uhren noch weiter ausdifferenzieren. Die normale Apple Watch bleibt genauso, wie sie ist, aber bei der Ultra kann ich mir vorstellen, dass es dann irgendwann durchaus unterschiedliche Modelle auch gibt, die sich nicht nur anhand der Armbänder unterscheiden, dass vielleicht die Tauchuhr noch ein bisschen bessere Tauchsensoren kriegt, dass eine Wahnsinns-Ausdaueruhr noch einen größeren Akku kriegt,
dass irgendwie für andere Sportarten andere Designs kommen. Klar, ich glaube auch, es wird nächstes Jahr auch eine schwarze davon oder eine dunkle Space Gray Variante geben. Ob es auch eine kleinere geben wird, da bin ich sehr gespannt. Ich hoffe es sehr. Die Frage ist, ob es halt mit dem Akku machbar ist, weil der Akku ist das einschränkende Element und in so kleinen Uhren so einen Akku reinzustecken geht halt nicht. Darum gibt's keine kleinen, wahnsinnig ausdauernden Smartwatches mit allem drum und dran. Klar, man kann schon, wenn man halt wieder Kompromisse macht, kann man sie auch kleiner machen. Aber ich glaube, da wird in Zukunft noch mehr diversifiziert bei der Ultra. Wäre natürlich unglaublich spannend, wenn sie da eine ganze Reihe draus machen würden. Aber da spricht wieder der Uhrenfan, der dann natürlich sofort, ich als Omega-Fan denke dann an 1957, als Omega mit der Trailmaster, der Seamaster und der Speedmaster kam und von da an ganz, ganz viel ausgeäselt hat. Aber ich denke schon wieder viel zu weit. Und das Video ist eh schon viel zu lang. Schreibt mir doch in die Kommentare, falls ihr noch ausgehalten habt bis jetzt, was ihr von der Ultra haltet, was ihr euch interessiert und ob euch irgendetwas fehlt daran, da bin ich sehr gespannt. Übrigens, falls ihr Fragen habt, wir machen heute Abend auch noch einen Livestream dazu. Der wird dann noch länger als dieses Video. Da könnt ihr mir auch Fragen stellen, auch hier auf YouTube. Falls das Video gefallen hat, Daumen nach oben, falls ihr findet, das war viel zu kurz, Raphael. Daumen nach unten, was ihr noch nicht habt, Abo abschließen und dann sehen wir uns im nächsten Video, was dann garantiert nicht mehr so lang wird.